Ja, aber es sieht jetzt hier im Moment ehrlich gesagt ein bisschen besser aus. Was ist das denn? Kann man nicht nehmen, den Müll? Beziehungsweise angucken oder wie auch immer. Birds are so lucky, they can always escape. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Soll das das Baumhaus sein? Okay. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. You sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Are you pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? What files? David stashes his secret X files in there. I saw them once, but he secures them now. He kind of creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good you didn't find his files. He would go ballistic. He's a total surveillance fetish. Where are their spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? 3 grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved.
Like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Sehr gute Frage. Halt runter. Kann ich da durch? Da drunter oder so? Nicht? Okay. I've never seen a storm like this in Oregon. Laufen können wir leider auch nicht. Okay. Bewegung nutzen, um mich zu teleportieren. Wie soll das gehen? Leute, sagt mir doch einfach, wie das gehen soll. Und warum kann ich dieses blöde Tor hier nicht aufmachen? Wo ist das Rädern? Das war doch da oben, oder nicht? Ah, verstehe. Okay. Ist doch gerade was für dich. Wo muss ich denn hin? Kann ich da jetzt drüber springen oder so? Nee. Ja, geil. Mehr zurück kann ich nicht? I can't continue. It hurts too. Das ist schlecht. Okay. October 11th? Is this Friday? That's only 4 days away. Tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado.
Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Ach, das hatte ich aber auch schon mal. Mitten im Sommer hat es auf einmal geschneit. Waren auch so 20 Grad oder so. Bis auf das blaue Auge geht's ihm aber gut. Denke ich. Hier wohl eher nicht. Ihm auch nicht mit so einem Typen als Herrchen. Vielleicht sollte ich eigene Jingles mixen, die könnte ich dann so als Hintergrundmusik nehmen. So, dann schauen wir uns noch mal kurz, bevor wir hier rausgehen, die Statistik an. Also, wir haben Nathan gemeldet, das war richtig von uns. Wir haben sie getröstet, das war auch richtig von uns, haben auf jeden Fall mehr Prozent dafür bekommen. Ich habe eingegriffen und Kate geholfen. Kate geholfen, genau, das war richtig. Ich bin im Versteck geblieben. Ja, das ist fast gleich geblieben, aber das ist sogar noch ein Ticken besser gewesen, weil ich dadurch meine Zukunft nicht versaut habe. Mehr ist, glaube ich, nicht. Doch, hier ist noch was. Also, ich habe Daniel nicht mein Porträt zeichnen lassen. Was ist das denn für ein Quatsch? Das habe ich doch noch gar nicht gehabt, oder? Torias Fotos nicht angerührt, dreckiges Wohnmobil. Okay. Du hast den Vogel sterben lassen. Welchen Vogel? Welche Schneekugeln? Keine Spuren hinterlassen. Die Akten nicht gelesen. Ich hätte die Akten lesen sollen, auch wenn ich nicht weiß, wo die Akten waren. Ich habe die Tafel nicht sauber gewischt. Ich habe die Pflanze nicht gegossen. Welche Pflanze? Ich habe Danas Test nicht angefasst, okay. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil ich das alles irgendwie nicht gemacht habe. Doch, Moment, der habe ich geholfen, das stimmt. Den ganzen anderen Rest, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber okay, leider habe ich die Pflanze nicht gesehen, die hätte ich natürlich schon gerne gegossen. Aber bei dem Rest ist auch gut. Ich fand es komisch, dass ich den Vogel sterben lassen sollte. Aber ich habe gar keinen sterbenden Vogel gesehen, davon mal abgesehen. Ich habe keine Spuren hinterlassen. Das war wahrscheinlich, genau, in Davids Sachen. Okay. Okay, also das ist, denke ich mal, ein bisschen durcheinander hier. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Die Akten hätte ich lesen sollen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gewesen sind. Schade, aber kann man nichts machen. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Ciao!
Thank you.